So, willkommen zu einer neuen Session von State of Decay 2. Und unser Lebensmittelvorrat ist mal wieder sehr gering. Wir haben noch Schrauben in der Tasche, sehe ich gerade. Die können wir erstmal rausballern. Ja, Ziel war ja eigentlich. Schreien die da so rum? Ziel war es ja eigentlich, die Frage ist, ob ich jetzt dafür genug Muni habe, wahrscheinlich eher nicht, dieses eine Seuchenherz zu zerstören, wo wir dann Strom eventuell durch die Windräder bekommen. So, da werde ich auch allein hinreisen. Und zwar auch wieder mit einem von den Pickups. Ah, hier, das Ding ist voll, ne? Ups. Das Ding ist sehr voll. Shitty Fuck. Ah, nö. Okay, dann müssen wir mal kurz umpacken. Okay, die Karre ist leer. Dann kriegen wir zumindest alles hier unter. Bin mal gespannt, wo die Horde am Ende landen wird. Mit der roten Graue hatten wir jetzt bis jetzt nicht so viel zu tun, ne? Das würde mich auch mal ein bisschen interessieren. Die haben bestimmt irgendwie noch eine Art Background-Story. So. Dann Abmarsch. Ja, die gehen wieder darin, alles klar. Oh, guck mal, das ist schon auf Stufe 3. Ach, was bedeutet dieses rote Seuchenherz-Symbol da? Das Ding müsste es sein. Gefühlt sind hier relativ viele Zombies unterwegs. If I take out the nearest plague heart, this might just clear up. Kann sein, dass wir jetzt auch einen Umweg genommen haben, aber egal, erstmal. So, und gleich sind wir da.
Ich hoffe, hier kann man irgendwo noch abbiegen. Oh, ich glaube, da komme ich nicht durch. Hello. I just need one helpful soul to pitch in for a minute. Ich sehe es einfach mal gar nicht. Das wird wahrscheinlich wieder hinten rechts irgendwo in der Ecke sein. Na klasse. Locked. Okay, time for a close encounter. Ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Sehen wir es vielleicht doch von hier? Oh nö. Ich musste tanken. That project is finished. What's next? Das Scheiße, ey. Time to reload. Ich habe keine Ahnung, ob ich treffe. Thank you.
fall apart yet. Na klasse. It's damaged. Just gotta keep at it. We've got a bloater. That plague heart is history. Oh, ich dachte, ich habe den Koloss irgendwie gehört. Ja, scheinbar ist er auch irgendwo. Ich höre auch einen Freak, aber wieso sehe ich die nicht auf der Karte? Looks quiet. Okay, Shotgun nehme ich erstmal mit. So, drei Container haben wir hier noch. For me? Oh, you shouldn't have. Ist ja nicht so eine dolle Ausbeute. Da waren wir. Wo ist denn das letzte Ding? Oh, waren wir doch noch nicht. Schrauben. Na komm, solche Probe nicht mit. Was soll's? Kann ich die auch noch schnell hiervon mitnehmen. So. Okay. Wird bald wieder ein Angriff kommen. Dann will ich noch schnell die Windfarm übernehmen. I've seen some good outpost sites, but wow, this one's in another league. Haben zum Glück den Rückzug angetreten. Okay, wird teuer, aber können wir machen. The outpost is up and running. Einfluss für Strom ausgeben kostet 100.
Anfängliche Kosten. Was heißt denn anfängliche Kosten? Okay, es kostet 100 Einfluss pro Tag. Oder 2 People pro Tag. Oder 50 Schrauben pro Tag. Ich nehme erstmal den Einfluss. Wieso kann ich das jetzt nicht aktivieren? Muss ich erst... We're setting up shop here, and we could use your help. Achso, das war das Ding. Okay. Mysteriöse Übertragung wäre da. Dann lass uns da schnell hin. Wo ist denn die Straße? Da. In diesem Teil waren wir, glaube ich, noch gar nicht hier. I better stay on my toes while I'm in plague territory. Jetzt hätte ich zumindest schon mal mein Auto eigentlich entladen können in diesem Außenposten, verdammt. Gut, machen wir erstmal ein Päuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.